storia è stata narrata sempre in due versioni. Quella l'immagine. Dieser Mann hier, der heißt Giuliano Gasparini. Sie haben gerade gesehen, was der Herr Gasparini so alles baut, nämlich kleine Miniaturmodelle, mit denen er wichtige, tragische Szenen des Formel-1-Rennsports nachbaut. Wie hier zum Beispiel der Unfall zwischen Prost und Senna damals in der ersten Kurve von Suzuka. Una discussione che è andata avanti, io ho detto beh, ci vorrebbe qualcosa da vederlo da tutte le parti, praticamente. Er sagt, das Ganze, das entstand nach einer Diskussion mit Freunden. Wir haben uns überlegt, wer hat denn Schuld gehabt an diesem Unfall? Dann habe ich begonnen, diesen Unfall nachzubauen. Ja, und daraus ist dann dieses Hobby entstanden, das ich bis heute betreibe. Und zu Hause ist ja, Sie sehen es hier in Maranello, also quasi der Hauptstadt des italienischen Rennsports. Der Heimat von Ferrari. Gasparini und seine Freunde, sie lassen natürlich kein Formel-1-Rennen sich entgehen. Jedes wird auf Video oder im Fernsehen live verfolgt. Und wenn es dann eine bestimmte Szene gibt, die ihn fasziniert, dann baut er sie nach. Hier der Überschlag von Damon Hill letztes Jahr in Estoril. In seiner kleinen Dachkammer. Da bastelt Gasparini dann diese Szene naturgetreu nach. Hier der Überschlag von Riccardo Patrese oder hier der Startunfall zwischen Andretti und Berger 93 in Interlagos. Hier Nigel Mansell, als er sein Hinterrad verlor in den Boxen von Estoril oder der Abflug von Senna in Mexiko. Hier wieder Mansell bei seinem Indica-Unfall 93 in Phoenix. Der Herr Gasparini scheint eine kleine Vorliebe für Unfälle zu haben. Ja, und dann baute er sogar noch den Boxenunfall von Jos Verstappen in Hockenheim nach. Und na, da können wir ja vom Glück reden, dass er noch nicht den Todessturz von Senna nachgebaut hat. Aber Gasparini ist stolz, er sagt, die europäische Presse, sie war schon ein paar Mal hier und ich bin auch eingeladen worden in Deutschland, schon auf eine Ausstellung. Und darauf freut er sich. Und ganz besonders haben es ihm angetan natürlich die Ferrari, hier Gilles Villeneuve, er ein Hero von Gasparini, Schecter und Villeneuve hier im Jahre 79. Hier der schwere Unfall von Villeneuve damals 1980. Io lo chiamo il plastico per ricordare, perché uno deve guardare e ricordare un fatto. Questo chiaramente deve essere non luttuoso e neanche tanto meno. Und er sagt, es hat schon Fotografien meiner Modelle gegeben. Und die haben wir dann anderen Leuten gezeigt und die haben gar nicht gemerkt, dass es sich dabei um Modellautos handelt. Die haben das für Natura gehalten und das freut den Mann hier ganz besonders. Nell'ambiente della Formula 1 o comunque delle corse automobilistiche, facendo credere loro che si trattava della reale foto. In particolare mi fa piacere ricordare Giacobazzi, Codevini, perché lui è stato il mio sponsor per delle cartoline. La prima volta che gli ho fatto vedere la fotografia, per tre volte gli ho chiesto se capiva che c'era qualcosa di strano, ma ha detto di no. Quindi lui è stato il primo che è caduto nel tranello della fotografia finta. Gasparini also und seine Modelle. Hier der Rempler, Schumacher gegen Hill. Letztes Jahr in Adelaide beim WM-Finale. Auch der Rallye-Sport wird von ihm berücksichtigt. Hier der Überschlag von Sainz damals bei der Rallye Australien. Und Gasparini feilt und werkelt an immer wieder neuen Modellen und warten wir ab, ob er vielleicht mal nach Deutschland kommt mit seiner Ausstellung. Und immer wieder die Ferrari bei ihm im Zentrum seiner Arbeit.